That's what I'm talking about. Wait. Okay now, from the beginning. Braunschweig. Die Braunschweiger Querdenken 53 Braunschweig rief am 31.10.2020 zu einer Demonstration auf. Rund 650 Aktivisten fanden sich auf dem Schlossplatz ein, um gegen die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Mit der Parole Friede, Freiheit, keine Diktatur feuerte Janine Reinicke die Demonstranten an, die sich gegen die Einschränkung der Corona-Verordnung und Maßnahmen zur Wehr setzen wollen. Rund 650 Personen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz in der Innenstadt Braunschweigs. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln, insbesondere das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, und leitete in diesem Zusammenhang ein wegen des mutmaßlichen gefälschten Attestes ein Ermittlungsverfahren ein. Entschuldigung, meine Frage. Was gibt es für Voraussetzungen für die Glaubhaftmachung des Attestes? Wonach beurteilt die Polizei jetzt einen Attest? Muss da irgendwas Besonderes draufstehen oder muss da eine besondere, zum Beispiel die Krankheit draufstehen, oder reicht es wirklich? Das ist unterschiedlich. Das können wir schlecht beurteilen, weil wir keine Ärzte sind. Wir können keine Diagnose stellen oder lesen, sondern es ist einfach nur, ob es glaubhaft gemacht wird, ob es ein Attest ist oder ein selbstgeschriebener Attest. Stempel vom Arzt, Unterschrift vom Arzt, all sowas. Aber den Rest ist dann Glaubenssache. Kann man anders schlecht... Klar, ist keine Frage. Nein, es ging nur um die Frage, beziehungsweise in Berlin sind ja einige Vorkommnisse gewesen, wo man per se ja die Leute ja unter den Verdacht gestellt hat, dass sie gefälscht sind. Deswegen die Frage, woran man im ersten Moment erkennt, ob ein Attest... Im Moment schwierig. Naja, okay. Ja, also wir sind auf jeden Fall gegen diese Masken für die Kinder. Das wird psychologische Folgen haben, noch auf Jahre hinaus. Ich meine, kleine Kinder, die sind noch ausgenommen, aber wie lange noch? Und das... geht gar nicht. Also wir wissen ja gar nicht, und wir wissen gar nicht, was es für gesundheitliche Folgen hat. Ne? Also es sind ja jetzt gerade Studien am Entstehen mit Kindern, und es gibt in Deutschland die Normen für alles. Der Schreibtisch ist zu nah an der Wand, aber es gibt keine die Norm für einen Lappen, den wir unseren Kindern vor die Nase und ihnen die Luft zum Atmen nehmen. Jede Arbeitsstättenverordnung für Betriebe schreibt eine gewisse Raumhaltung und Luftsauberkeit nach, die nach gewissen Konzentrationen von CO2 zum Beispiel zum Lüften oder das Tragen von Masken, Wechsel, Pausen etc. Aber hier werden unsere Kinder sehr wahrscheinlich noch dazu genötigt, zusätzlich CO2 durch das Maskentragen zu inhalieren. Genau. Wer kontrolliert das eigentlich? Richtig. Ich meine, Kinder. Auch die korrekte Anwendung, ne, das macht ja kein Kind. Kein Mensch in den Schulen ist ausgebildet, um zu zeigen, wie trägt man die korrekt. Theoretisch müsste man irgendwie 24 Masken wahrscheinlich mitnehmen, während so einer 8-Stunden-Schicht. Ja. Ne? Kinder tragen Masken 8 Stunden lang. Was ist denn das für ein Krankheitswahn? Ein Verdacht und Kinder werden isoliert. Mit rund 1,5 Stunden Verspätung und unter großem Polizeiaufgebot startete der Zug durch die Innenstadt in Richtung Harz- und Heidegelände, wo die Abschlusskundgebung stattfand. We'll be right back.
aufgrund des Coronavirus gestorben ist. Mit solchen Horrorszenarien haben die Regierenden die Menschen vor 8 Monaten dazu gezwungen, ihr altes Leben aufzugeben und nun Abstand voneinander zu nehmen und alle Maßnahmen zu akzeptieren, die man ihnen auferlegt. Ja, hallo, mein Name ist Janine Reinicke. Ich bin Versammlungsleiterin dieser Demonstration mit dem Motto Gesicht zeigen für Frieden, Freiheit, Vertrauen, Menschlichkeit und Demokratie. Hast du dir vorstellen können, dass diese Veranstaltung heute hier in Braunschweig so ein Erfolg werden wird? Ich habe es gehofft, ich habe manchmal ein bisschen gezweifelt, aber ich glaube, das Team hat mir auch immer wieder Mut und Kraft gegeben. Es war schon eine Achterbahn der Gefühle. War das die erste Veranstaltung hier in der Form oder gab es schon vorangegangene Veranstaltungen? Also ich habe damals ohne Querdenken die ersten Demonstrationen in Braunschweig geleitet auf dem Schlossplatz und habe da schon im kleineren Rahmen natürlich Erfahrung. Aber diese Größenordnung habe ich noch nicht erlebt. Wirst du für die Zukunft weitere Veranstaltungen in der Form planen? Mit unserem Team natürlich, mit Querdenken 53 und Region planen wir weitere Veranstaltungen, die wir natürlich noch im Team besprechen werden. Aufgrund des Lockdowns müssen wir halt auch schauen, wie ist die Rechtslage, und es wird aber weitere geben. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Leute wieder Mut bekommen, dass sie wieder Kraft bekommen, weil manche haben natürlich ihren Lebensmut verloren. Und wir möchten Sie auch gerne aufrufen, auf unsere Seite zu gehen, www.querdenken-53.de, weil wir bieten natürlich dort auch Unterstützung an, wenn es euch schlecht geht. Gesellt euch zu uns, wir werden immer mehr und wir brauchen euch. Und habt keine Angst, habt Mut und traut euch, meldet euch. Wir sind für euch alle da.